Willkommen zu Star Citizen und der komplett 1:1 Übersetzung des Panels Navigating the Universe der CitizenCon 2953. Wie geht es dir, Los Angeles? Junge, hier sind viele von euch. Es ist schön, Sie zu sehen. Hallo. Mein Name ist David, aber alle nennen mich Bone. Frag nicht. Oder fragen Sie mich vielleicht später. Meine Aufgabe besteht also darin, die gesamte technische Implementierung der Benutzeroberfläche im gesamten Unternehmen zu überwachen. Und wenn ich Glück habe, darf ich ab und zu etwas programmieren. Auf einer früheren CitizenCon, einer echten, in Manchester, habe ich mit meinem Freund und Kollegen Zane Bean über UI-Technologie gesprochen. Und wir haben neue Tools und Technologien entwickelt, um unseren Entwicklern bei der Entwicklung ihrer Benutzeroberfläche zu helfen. Das ist also nun schon ein paar Jahre her. Und jetzt habe ich das große Privileg, Ihnen mitzuteilen, wie diese Technologie von unseren talentierten Designern genutzt wurde, um Ihr Erlebnis im Vers zu verbessern. Zusammen mit einigen meiner UI-Freunde, die sich da draußen verstecken, möchten wir Ihnen einige dieser Verbesserungen zeigen, die Ihnen, den Spielern, helfen werden, sich im Star Citizen-Universum zurechtzufinden. Warum machen wir das? Nun, Star Citizen ist groß. Sehr groß. Es gibt so viele einzigartige Orte. Riesige Planeten, Monde, Raumstationen, Raststätten. Wissen Sie, es gibt einfach jede Menge Orte zu erkunden. Wir haben eine riesige Auswahl an Raumschiffen in allen Formen und Größen. Und es gibt eine Menge Dinge zu tun und zu sehen und Menschen zu treffen. Und das alles kann online mit Freunden geteilt werden. Und wie wir heute gesehen haben, werden die Möglichkeiten nahezu endlos, während unsere erstaunliche Online-Technologie wächst, große Sprünge macht und die Zahl unserer Online-Spieler wächst. Wie sollen wir das alles verstehen? Richtig? Nun, eine der wichtigsten Methoden, mit denen wir dies erreichen, ist eine Benutzeroberfläche, kurz UI. Nun, hier kommen wir glücklicherweise als UI-Leute ins Spiel. Und wir tun dies auf viele Arten, die Sie bereits sehen, sei es die MFDs Ihrer Fahrzeuge oder das HUD oder die Kioske, an denen Sie Ihr Raumschiff erhalten, oder Waren handeln oder Waffen kaufen und alle möglichen diegetischen Benutzeroberflächen, die Sie sehen. Diegetisch bedeutet etwa Dinge auf der Welt, mit denen man interagieren kann. Unsere erste echte Chance bietet jedoch die Anzeige des Helmvisiers. Jetzt liefert Ihnen das Visierdisplay wichtige Informationen über Ihren Status und die Umgebung um Sie herum. Aber diese Anzeige hat im Laufe der Jahre viele Iterationen durchlaufen und wurde weiterentwickelt und angepasst. Und ich weiß nicht, wer sich an Arena Commander 1.0 erinnert. Das kam ungefähr ein Jahr nach meinem Start heraus und beschäftigte sich hauptsächlich mit Weltraumkämpfen und Rennen. Also war das Visier darauf ausgerichtet. Und dann hat es sich mit unseren ersten Vorstößen in das Online-Universum weiterentwickelt. Und während all die Funktionen hinzugefügt und all diese neuen Dinge hinzugefügt wurden, wächst das Visier. Und wir bringen Dinge darauf an, um ihnen verschiedene Status anzuzeigen und ihnen alles darüber zu sagen, was vor sich geht. Aber bei all dieser Entwicklung verlieren wir manchmal den Fokus. Es gibt so viel, was wir wissen müssen. Und wann wir es wissen müssen, ist wichtig. Wie können wir uns also darauf konzentrieren, was zu welchem Zeitpunkt wichtig ist?
Basierend auf dieser Technologie, die Zane, ich und das UI-Tech-Team vor ein paar Jahren geschrieben haben, haben wir versucht, eine intelligentere Perspektive einzunehmen und das Visier für sie zu überarbeiten. Deshalb werde ich Ihnen davon nichts erzählen. Ich werde Simon Bursey auf die Bühne einladen und er kann Ihnen mehr darüber erzählen. Simon Bursey. Hallo Leute. Okay, Star Citizen ist, wie Sie wissen, ein großes Projekt, das sich im Laufe seiner Lebensdauer weiterentwickelt hat. Zu Beginn des Projekts haben wir das Visier hinzugefügt, das Display, das Sie auf Ihrem Helm sehen, wenn Sie in der Ego-Perspektive durch das Universum laufen. Da das Spiel ständig erweitert wird, fügen wir häufig neue Gameplay-Funktionen hinzu. Und damit einher geht auch eine neue Benutzeroberfläche. Die verschiedenen Teams fügten die Teile an die jeweils sinnvolle Stelle ein, aber dadurch wurde die Ansicht schließlich sehr komplex. Wie Sie sehen, kann die aktuelle Live-Benutzeroberfläche sehr unübersichtlich werden. Viele Informationen konkurrieren um Ihre Aufmerksamkeit, sodass Sie nicht immer wissen, wo Sie suchen müssen. Und manchmal können die Überschneidungen die Lesbarkeit erschweren. Wie Sie wahrscheinlich sehen können, wollte das UI-Team eine Neugestaltung vornehmen. Wir wollten das Spielererlebnis verbessern, indem wir die wichtigen Informationen klar darlegen. Außerdem mussten wir ein neues Framework erstellen, das alle vorhandenen Funktionen unterstützt und es uns ermöglicht, in Zukunft weitere hinzuzufügen. Und schließlich wollten wir die Grafik auf den hohen Standard bringen, den wir für Squadron 42 und bald auch für das Star Citizen Persistent Universe setzen. Wie gehen wir da vor? Ich glaube, dass die Benutzeroberfläche immer eine Zusammenarbeit mit den Teams sein sollte, die die zugrunde liegenden Funktionen entwickeln. Deshalb haben wir eng mit ihnen an einem neuen Layout zusammengearbeitet, einige Teile beibehalten, andere kombiniert und vielleicht ein paar weggelassen. Nachdem wir das Design herausgefunden hatten, erstellten wir mithilfe unseres 3D-UI-Systems ein neues Framework. Und dann haben wir eng mit den verschiedenen Spieleteams zusammengearbeitet, um all die komplexen Daten, die es zuvor gab, zu nutzen und sie in die neue Benutzeroberfläche einzubinden. Wenn wir eine spielerorientierte Benutzeroberfläche entwerfen, versuchen wir oft, zuerst mit dem schlimmsten Fall zu beginnen, damit wir alles sehen können, womit wir es zu tun haben. Es war uns wichtig, den zentralen Bereich so klar wie möglich zu halten, damit Sie das zugrunde liegende Spiel besser sehen können. Wir haben eine Reihe von Regionen entworfen, die mit den verschiedenen Teilen der Ansicht verbunden sind. Und für jedes dieser Widgets verfügen wir über eine Reihe von Widgets, die Sie bei Bedarf anzeigen, ausblenden und stapeln können. Ich habe Ihnen also alles erzählt, was wir erreichen wollten. Aber wäre es nicht großartig, es im Spiel zu sehen? Möchte hier jemand eine Live-Demonstration sehen? Gut, ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest, sonst wäre es eine sehr kurze Demo geworden. Okay, wir zeigen Ihnen einige unserer neuen Benutzeroberflächen, die live im Spiel ausgeführt werden. Alles, was Sie sehen, ist in Echtzeit. Aber ich muss Ihnen sagen, dass wir speziell für die Show eine spezielle Mission erstellt haben, die sich ein wenig von dem unterscheidet, was Sie im Live-Spiel sehen. Okay, wie Sie sehen können, fährt Bone. Ich werde Bones Namen oft sagen, und auch die der anderen Jungs. Also ist das wahrscheinlich die häufigste Gelegenheit, die man in jeder Präsentation hört. Okay, willkommen auf der Orison Providence-Plattform. Sie haben es vielleicht schon früher bemerkt, aber heute zeigen wir zum ersten Mal das neue Visier, das wir in Squadron 42 entwickelt und getestet haben. Aber Sie werden froh sein zu erfahren, dass die gesamte Benutzeroberfläche, die Sie heute sehen, Ihren Weg zu Star Citizen finden wird. Aber das ist eine geheime UEE-Navy-Technologie, also geben wir ihr für das persistente Universum ein anderes Aussehen. Wie Sie sehen können, ist die Anzeige standardmäßig sehr sauber. Viele der Elemente sind kontextbezogen. Dronhahn, Sie werden angezeigt, wenn Sie sie benötigen, um den Bildschirm nicht zu überladen. Außerdem haben wir einige Dinge vorübergehend ausgeblendet, damit wir uns später in dieser Demo darauf konzentrieren können. Okay, Bone, lass uns bitte zur Szene übergehen. Okay, wenn wir ein neues Missionsziel erhalten, erscheint es oben rechts auf dem Bildschirm. Und Sie sehen, dass unsere erste Mission darin besteht, ein Strahlungsleck zu reparieren. Wir haben das Augmented Reality Markierungssystem grundlegend überarbeitet, damit wir der gelben Markierung auf dem Bildschirm folgen können, um zu unserem Ziel zu gelangen. Oben auf dem Bildschirm sehen Sie außerdem den Kompass. Okay, Bone, lass uns zum Ziel gehen. Wir waren bereits mit der Funktionsweise der Spielerstatus-Widgets zufrieden, die Ihnen kontextbezogene Informationen zu Ihrem Charakter und Ihrer Umgebung anzeigen. Deshalb haben wir Ihnen optisch den letzten Schliff gegeben und ein paar neue hinzugefügt.
Die Umweltstrahlung ist hier ziemlich hoch und mit der Zeit, es wird unseren Anzug zermürben und dem Spieler schaden. Sieht aus, als könnten wir dort die Quelle der Strahlung sehen. Ich glaube, jemand hat ein Rohr beschädigt. Wie werden wir es also beheben? Wenn wir im Weltraum wären, könnten wir ein Bergungs- und Reparaturschiff gebrauchen. Glücklicherweise verfügt UEE über fortschrittliche tragbare Technologie. Owen, bitte rüste das Militär-Multitool aus. Das militärische Multitool von Squadron 42 verfügt über verschiedene Modi, von denen einer uns die Möglichkeit bietet, zu Fuß zu bergen und zu reparieren. Okay, Bone, lass uns das Rohr mit dem Multitool reparieren. Okay, richtig. Wir können unten links auf dem Bildschirm sehen, dass die Strahlungswerte abnehmen. Kommen wir also zur Szene. Komm schon, Bone, lass uns ein Stück vorwärts gehen. Okay, jetzt haben wir den Schaden behoben und müssen die Feinde finden, die ihn verursacht haben. Während wir unterwegs sind, werden Sie die Emissionen zu Fuß am oberen Bildschirmrand bemerken. Wir strahlen Infrarot aus, elektromagnetische Strahlung und auch Schall. Wenn einer dieser Werte über die Hintergrundwerte hinausgeht, ist es für die Feinde einfacher, uns zu entdecken. Werfen wir einen Blick auf die Bösewichte, Bone. Im Rahmen der Emissions- und Radartechnologie haben wir auch die Möglichkeit, zu Fuß zu scannen. Wenn wir auf die Schaltfläche tippen, können wir einen schnellen Scan durchführen, um alles anzuzeigen und Informationen über alles anzuzeigen, was sich gerade in unserer Sicht befindet. Okay, Bone, machen wir einen kurzen Scan. Dies hebt alles hervor, was sich in unserer Sichtlinie befindet. Das Scansystem birgt auch Risiken und Chancen. Indem wir den Knopf gedrückt halten, können wir unseren Scanner aufladen. Und dieser erkennt Feinde durch Wände hindurch mit einer stärkeren Welle, verursacht aber einen Anstieg unserer Emissionen, was die Erkennung erleichtert. Okay, machen wir bitte einen Ladungsscan, Bone. Okay, wir können auch die Augmented Reality Box aussehen, die uns einen Überblick über das geben, was wir entdeckt haben. Okay, werfen wir einen Blick auf unsere Waffen. Lass uns bitte die Waffe rausholen, Bone. Okay, wir wollten dem Spieler helfen, seine Ausrüstung während des Kampfes zu sehen, also haben wir die Waffenanzeige verbessert. Neben der Munition in der Waffe und den Ersatzmagazinen in ihren Taschen zeigen wir jetzt auch die Sprengstoffe und Medpens des Spielers. Okay, lasst uns gegen die Bösen kämpfen. Dort sehen Sie unseren neuen Sprengstoffmarker, der Ihnen dabei helfen soll, tödliche Granaten, Minen und Raketen leichter zu erkennen. Ich habe dich, Deckung. Okay, gut gemacht, Bone. Erfolg, okay. Es sind keine Feinde mehr in der Nähe, also nehmen wir uns einen Moment Zeit, um über das MobiGlass zu sprechen. Das MobiGlass ist das Star Citizen-Äquivalent Ihres Smartphones. Es verfügt über verschiedene Apps, die sich in die Spielsysteme einbinden lassen. Wie die gesamte Benutzeroberfläche, die wir Ihnen heute zeigen, wollten wir sie unter Berücksichtigung der Benutzerfreundlichkeit für den Spieler neu gestalten, damit es gut aussieht und gleichzeitig den Grundstein für zukünftige Erweiterungen legt. Lass uns bitte das MobiGlass zur Sprache bringen, Bone. Ziemlich cool, oder? Wir haben die Benutzeroberfläche neu gestaltet, um ein reibungsloseres Benutzererlebnis zu bieten. Wie Sie sehen, haben wir die Grafik überarbeitet, damit sie dreidimensionaler und holographischer wirkt. Dies ist tatsächlich ein kleiner Vorgeschmack auf das UEE Militär MobiGlass, das wir für Squadron 42 erstellt haben.
Diese Version verfügt über eine Fokusauswahl an Apps, und wir werden diese erweitern, wenn wir das MobiGlass in das Star Citizen Persistent Universe bringen. Außerdem werden wir im PU mit einer größeren Auswahl an Apps mehr Smartphone-Feeling haben. Okay, lassen Sie uns kurz über diesen Startbildschirm sprechen. Es gibt uns einen Überblick über unsere Gesundheit, die Umwelt und sogar unser Schiff. Wir können auch unser Missionsziel überprüfen. Okay, das ist genug mit dem MobiGlass. Wir haben gleich um die Ecke weitere wirklich coole Benutzeroberflächen. Und um Ihnen etwas mehr darüber zu erzählen, ist der sehr talentierte Zane Bean. Während wir uns im Laufe der Menschheitsgeschichte dem Reiz des Unbekannten hingegeben haben, wir haben die Kartografie als Schlüsselkomponente genutzt, um unser Verständnis zu verbessern und die Welt um uns herum zu verstehen. Ohne diese Systeme zur Katalogisierung unserer Erfahrungen und zur Aufzeichnung unserer Reisen sind wir für immer verloren inmitten unserer eigenen Umgebung und wir rennen einfach ziellos umher. Aus diesem Grund ist es überaus wichtig, dass Sie als Bürger unserer ständig wachsenden, sich ständig weiterentwickelnden Persistent Universe sind mit den notwendigen Werkzeugen ausgestattet, um Ihren Unternehmungen einen Sinn zu verleihen. Vor diesem Hintergrund möchte ich euch etwas zeigen, das ich extrem cool finde. Also Bone, unser nächstes Ziel ist es, gehen Sie zum Kartenkiosk und laden Sie ein Terminal herunter. Lassen Sie uns fortfahren und es aktivieren. Was Sie auf dem Bildschirm sehen, zoomen Sie etwas heraus. Was Sie auf dem Bildschirm sehen, ist eine vollständige Live-3D-Darstellung der Umgebung, in der wir uns befinden. Sie können Beschreibungen der verschiedenen Standard Points of Interest sehen. Sie können die Karte schwenken, drehen und sogar durch die Stockwerke navigieren, auf denen Sie sich befinden. Isolieren Sie die visuelle Darstellung des Bodens, auf dem Sie sich befinden. Unser aktuelles Ziel ist also, dass es viel interessanter ist, wenn wir es tatsächlich unterwegs nutzen können. Laden wir es also in unsere Datenbank herunter. Sie werden feststellen, dass wir jetzt die Darstellung der Umgebung in der oberen linken Ecke unseres Visiers haben. Was an dieser Stelle wirklich interessant ist, ist, nicht in allen Umgebungen steht ein so praktischer Kiosk zur Verfügung. Möglicherweise stoßen Sie auf Sie entdecken heruntergekommene Siedlungen oder stoßen auf eine Höhle, die noch nie jemand betreten hat. Was in diesem Fall passieren wird, ist, Ihr Radar aktualisiert Ihre Karte schrittweise, und das wird auch so sein. Zeigen Sie schrittweise Ihre Umgebung auf und speichern Sie diese in Ihrer Datenbank. Also verrätst du es irgendwie schrittweise. Diese Karte, die wir in der oberen linken Ecke unseres Visiers sehen, ist also nicht wirklich nur eine Karte. Was es wirklich ist, sind eigentlich Daten. Es ist unser Radar und wir können sehen Kontakte auf unserem Radar, während wir scannen. Es ist im Grunde, was wir zur Verfügung haben und in unserer Datenbank gespeichert haben. Da wir die Standortdaten in unserer Datenbank gespeichert haben, darauf können wir natürlich über unser MobiGlass zugreifen. Also lasst uns weitermachen und es in unserem MobiGlass hochziehen, denn es wird wirklich interessant. Ich möchte, dass Sie für uns zwischen den verschiedenen Etagen radeln. So können Sie diesen Übergang zwischen den verschiedenen Etagen sehen, Markierungshinweise zu unserem Ziel und auch zu unserem Standort.
Ich möchte ein wenig über die Technologie dahinter sprechen. Was Sie sehen, ist kein vorgebackenes Produkt. Und das möchte ich noch einmal betonen, weil es bei uns allen so ist. Alle unsere Umgebungen können sehr dynamisch sein und sich verändern. Sie können Schaden nehmen. Möglicherweise könnten wirtschaftliche Veränderungen zu Veränderungen im Umfeld führen. Und wir können keine vollständig benutzerdefinierten Assets exportieren. Wir haben also mit unserem Grafikteam zusammengearbeitet, um die Umgebung auf diese Weise darzustellen. Und tatsächlich setzen wir Objekte, die wir rendern, auf die Whitelist und schließen alles aus, was wir nicht rendern müssen. Bei unserem Level-Markup lassen wir die Designer und Künstler also grundsätzlich nur die Teile markieren, die für die Karte notwendig sind. Dies ermöglicht uns eine sehr überzeugende Optik, jedoch ohne große Kosten. Ich denke also, was wir an diesem Punkt tun können, was... Ich möchte Ihnen zeigen, dass es etwas sehr Interessantes ist. Vielleicht schauen wir uns also auf dieser Karte um und notieren bestimmte Bereiche, die interessant aussehen könnten und die wir später vielleicht noch einmal besuchen möchten. Auf dieser Karte können wir einige Türen sehen. Und diese Türen sind Einheiten, die auf der Karte angezeigt werden und ihren Zustand ändern können. Daher kann es sein, dass einige Türen einen verriegelten Zustand haben und rot angezeigt werden. Und offene Türen werden grün sein. Und es gibt noch andere Entitäts-Callouts, die in unserer Karte vorkommen können. Machen wir uns also auf die Suche nach einem Ort, an dem wir eine Stecknadel anbringen können. Bitte rufen Sie uns an. Vielleicht das hier. Vielleicht sieht diese Tür interessant aus. Drücken Sie T. Wir können also eine Markierung setzen und die Details dieser Markierung anpassen. Was Sie jetzt auch bemerken werden, ist, dass beim Setzen von Markierungen zusätzlich zu dem benutzerdefinierten Namen, den wir angeben können, Metadaten in jede dieser Markierungen kodiert werden. Wir können also in dieser Karte so viele Markierungen markieren, wie wir möchten. Und diese werden alle in unserer Datenbank gespeichert. Und schließlich können wir diese Marker teilen und sogar auf dem Markt verkaufen. Das Problem dabei ist, dass wir nicht wirklich über Markierungen sprechen können, ohne die laufenden Daten zu erwähnen. Sie könnten sich also auf die Exploration spezialisieren, während sich ein Bergmann vielleicht auf die Ausrüstung spezialisieren könnte. Und Sie investieren möglicherweise in Ihre Ausrüstung. Als Entdecker besteht Ihre Aufgabe möglicherweise darin, herumzureisen, Orte zu erkunden und zu finden, die für andere Berufe von großem Wert sind. Und die Rolle dieser Marker ist bei der Erhebung der Daten sehr wichtig und daher sehr wichtig. Grundsätzlich können Sie bei der Benennung Ihrer Markierungen dafür sorgen, dass diese offensichtlich sind, oder Sie können sie geheim halten. Wenn Sie es also auf dem Markt verkaufen, können Sie eine Bewertung für die Genauigkeit der Daten erhalten. Die andere Sache ist, dass wir auch ein Missionsziel haben. Und es wäre sehr schön, eine Route zu diesem Missionsziel finden zu können. Wie kommen wir dorthin? Das ist ein weiterer Zweck der Karte, im Wesentlichen die Navigation und die Angabe des Weges zu diesem Ziel, zu einem Ziel. Lassen Sie uns also einen Weg zu diesem Ziel planen. So können wir sehen, dass eine Linie von der Stelle, an der wir uns die Treppe hinauf zu unserem Ziel befinden,
und der Stelle, an die wir gehen wollen, gezogen wird. So verlieren sie sich nicht mehr in all unseren superkomplexen Umgebungen. Und was an dieser Stelle erwähnenswert und wirklich cool ist, ist, dass unter der Haube tatsächlich ein weiteres Stück Technologie zum Einsatz kommt, die KI-Wegfindung. Das ermöglicht uns also, andere vorhandene Technologien zu nutzen, um im Grunde die ganze schwere Arbeit zu erledigen. Wir sorgen einfach dafür, dass es hübsch aussieht. Aus diesem Grund kann es in bestimmten Fällen zu einer Blockierung des Pfades kommen. Möglicherweise ist die Tür verschlossen. Oder es könnte ein Feuer sein, das uns im Weg steht. Dafür wird die KI-Wegfindung sorgen. Es wird durch Türen gehen. Es wird Aufzüge bedienen. Und es kommt mit Bränden und verschlossenen Türen zurecht. Und es wird einfach alles bewältigen. Das ist also ein Beispiel für eine Technologie, die wir unter der Haube genutzt haben, um dieses Ziel zu erreichen. To help us achieve this goal. So. Eine letzte Sache, die wir im Moment also tun können, ist sicherzustellen, dass uns auf dem Weg zu unserem Ziel keine Feinde mehr im Weg stehen. There are no more hostiles in our way as we make our way to our objective. Was wir also tun können, ist, einen Ping auszusenden. Bone, wenn du bitte einen Ping aussendest. Daher wird der Scan-Vorgang auch in der Karte genauso dargestellt wie im FPS-Modus. Wir wissen also, dass es keine Feinde mehr gibt. Machen wir weiter und machen uns auf den Weg zu unserem Ziel. Wie Sie in der oberen linken Ecke sehen können, sehen wir nun die Routenlinie, unser Ziel und die Entfernung, die wir dorthin benötigen. Während wir diesen Pfad durchlaufen, wird der Pfad automatisch aktualisiert. Und wenn Sie von diesem Weg abweichen, wird die Route neu berechnet, die Sie benötigen, um an Ihr Ziel zu gelangen. Da ist also unser Kumpel. Er fliegt rein. Also machen wir uns auf den Weg zur Karacke hier rechts. Sie werden auch die von uns festgelegte Stecknadel sowie unser Markierungsziel auf der Karte bemerken. Und wie Sie bemerken werden, verändert sich der Boden dynamisch, während wir die Treppe hinaufgehen. Wenn wir das zuerst überwinden können, dann, wenn wir nicht stolpern. Auf unserem Weg in die Karacke sehen wir also nicht nur Umgebungen, Höhlen oder Tunnel. Es ist nicht nur ein Ort, an dem wir unser Ziel erreichen können. Es geht nicht nur um Umgebungen, Höhlen oder Städte. Wir können das Schiff auf unserer Innenkarte darstellen. Und der Übergang zwischen den beiden verläuft völlig nahtlos. Also lasst uns weitermachen und unser Mobiglas wieder hochziehen, um einen größeren Blick auf unser Schiff zu werfen. Damit sind wir nun beim technischen Deck. Wir können uns aber auch die anderen Etagen ansehen. Wenn Sie den Knochen des Bodens durchqueren, nur um es zu demonstrieren. Hier ist unser Kartendeck. Eins runter. Und unser Wohndeck. Bei einer früheren Präsentation ist Ihnen sicher aufgefallen, dass dies sehr ähnlich aussah, oder? Es nutzt unsere Technologie. Davon profitieren also nicht nur Sie als Spieler, sondern auch wir als Entwickler. Weil wir dieses System verallgemeinern, damit andere Entwickler unsere Karte nutzen können, um ein fesselndes Gameplay zu erstellen. Damit andere Teams unsere Technologie nutzen können. Und wir nutzen die Technologie anderer Teams. Und es ist ein Kreislauf des Lebens. Und ich finde das einfach zu cool für die Schule.
Wir haben also über Umgebungen, Städte und die Darstellung von Schiffen auf unserer Karte gesprochen. Vielleicht Planeten. Terrain, das sind ziemliche... Ich meine, unser Universum ist ziemlich groß, oder? Es ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was unser Universum ist. Was wäre, wenn, was passiert? Haben wir das versucht? Was passiert, wenn wir einfach das Mausrad nehmen und ein wenig herauszoomen? Weitermachen. Zoomen Sie weiter heraus, ganz raus, ganz raus. Los geht's. Es ist also nicht nur die Innenkarte, es ist nicht nur das Radar, es ist die Karte. Ein einziges einheitliches System, nur über verschiedene Maßstäbe hinweg. Und ich möchte an diesem Punkt... Wir befinden uns über Crusader, und an dieser Stelle möchte ich Emily Hansen auf die Bühne einladen, um über die Karte in diesem Maßstab zu sprechen. Vielen Dank an alle. Hallo SystemCon, bist du bereit dafür? Telefon, möchtest du auf die Markierung klicken? Wie Sie alle vermutet haben, ist dies die Sternenkarte. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um Ihnen allen dies zu verraten. Ich hoffe, du bist auch aufgeregt. Ich denke, wir alle wissen, dass die aktuelle Sternenkarte ein wenig Arbeit erfordert. Und das haben wir geschafft. Nun ist die Kartierung des Universums keine leichte Aufgabe, aber wir haben mit diesem Upgrade einige große Schritte nach vorne gemacht, um Ihnen die Navigation durch die Sterne viel einfacher zu machen. Bevor wir in die Details eintauchen, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um den neuen Look von Crusader zu bewundern. Telefon, schauen Sie sich um. Ähnlich wie die Innenkarte ist die Sternenkarte holographisch. Und so können wir den Texturen unseres Planeten einige coole Interferenzeffekte und Details hinzufügen. Sie können auch unseren verbesserten Spielermarker sehen und sehen, dass wir uns derzeit in Orison befinden. Die Spieler- und Standortmarkierungen sind in diesem Maßstab zusammengewachsen, weil sie so nahe beieinander liegen. Der Spielermarker hat Vorrang, weshalb der Marker das Spielersymbol und die Farbe anzeigt. Durch die intelligente Verschmelzung mit größeren Points of Interest in größeren Maßstäben bleibt die Spielermarkierung immer für sie sichtbar. Sie wissen immer, wo sie sich im Verhältnis zu nahen und fernen Sehenswürdigkeiten befinden. Sind also alle bereit, mehr zu sehen? Telefon, lass uns den Schritt-zurück-Knopf drücken. Das ist das hier rechts. Wir können uns also Crusader und alle seine Monde ansehen. Ja, hier sind wir also. Crusader, seine Monde, Umlaufbahnen. Sie können auch sehen, dass die Etiketten ein großes visuelles Update erhalten haben. Sie sind jetzt vollständig in 3D und das gibt ihnen eine wirklich coole Perspektive. Die meisten Beschriftungen sind auf die galaktische Ebene ausgerichtet und rotieren mit der Karte. Probieren Sie die Karte aus. Kannst du bitte über den Horizont hinauskippen? Dabei werden die Etiketten umgedreht, sodass Sie sie immer deutlich lesen können. Beschriftungen für Stadtmarkierungen und Außenposten funktionieren etwas anders. Doppelklicken wir jetzt auf Selene, um uns darauf zu konzentrieren. Oberflächenbeschriftungen sind der Kamera zugewandt und erscheinen, wenn sie sich im zentralen Teil des Planeten befinden, wodurch die Unordnung auf dem Bildschirm verringert wird. Möchtest du das in Aktion zeigen?
Markierungen auf der anderen Seite des Planeten werden ausgeblendet, sodass sie nicht den Fokus auf die Orte lenken, die ihnen derzeit wichtiger sind, auf der nahen Seite des Planeten. Können Sie auf einen der Punkte von Interesse doppelklicken? Da wir diese Markierung ausgewählt haben, bleibt Ihre Beschriftung aus allen Winkeln sichtbar. Bisher haben wir Ihnen gezeigt, dass Sie mit Schaltflächen und Doppelklicks zu den Objekten springen können, die Sie interessieren. Wäre es aber nicht schön, wenn Sie Orte auch frei heraus und hinein zoomen könnten? Sollen wir es versuchen? Zoomen wir heraus, bis wir Crusader sehen können. Wir wollten sicherstellen, dass Sie sich frei bewegen können. Aber diese Flexibilität erfordert, dass wir sehr sorgfältig darauf achten, wie und wann Markierungen angezeigt werden. Markierungen müssen verschwinden, wenn sie zu klein werden, aber auch sichtbar bleiben, wenn sie für Ihre Ansicht noch relevant sind. Das ist nicht einfach, da Objekte in einem Sonnensystem sehr unterschiedlich groß sind. Denken Sie an die Größe eines Sterns im Vergleich zu einem Planeten, im Vergleich zu Ihnen als Spieler. Du bist ein bisschen klein im Vergleich zu einem Star, oder? Unsere Lösung ist eine Technik, die wir kosmetisches Scaling nennen. Dadurch können wir eine Markierung in ihrer tatsächlichen Größe zeichnen, wenn wir uns in ihrer Nähe befinden, und ihre Größe künstlich vergrößern, wenn wir herauszoomen, bis wir den Punkt erreichen, an dem sie in größere Punkte von Interesse in der Hierarchie zusammenfällt. Dies können Sie hier in Aktion sehen. Es gibt keine Möglichkeit. Crusader und seine Monde haben in diesem Maßstab in Wirklichkeit diese Größe. Sie wurden massiv vergrößert, sodass Sie sie immer noch sehen können. Telefon, lass uns etwas weiter herauszoomen, damit wir sehen können, wie die Monde verschwinden. Hier können Sie auch beginnen, Crusaders Umlaufbahn um die Sonne zu sehen. Aber bevor wir darauf zurückkommen, bevor wir dazu übergehen, zoomen wir noch einmal hinein, damit wir alles wieder sehen können, wenn wir näher kommen. Neben dem Zoomen können Sie die Karte auch uneingeschränkt verschieben. Schauen Sie sich gerne kurz um. Wenn wir uns einer Markierung nähern, magnetisiert sich der Cursor automatisch darauf. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie beim Vergrößern nie den Überblick darüber verlieren, was Sie anzeigen möchten. Kein Vergrößern des leeren Raums mehr. Nutzen wir diese Technik, um uns Yela genauer anzusehen. Der magnetische Cursor erfordert nicht, dass wir auf Markierungen klicken. Zoomen Sie weiter hinein. Kannst du weiter hineinzoomen? Sie können sehen, dass die Oberflächenmarkierungen angezeigt werden, ohne dass wir Yela selbst auswählen müssen. Stellen Sie sich vor, wie viel einfacher es jetzt sein wird, diesen Außenposten zu finden. Wie Sie alle wissen, ist Crusader jedoch nicht alles, was es gibt. Wir haben hier draußen ein ziemlich großes Universum. Möchten Sie noch mehr sehen? Werfen wir einen Blick auf einen Standort, der noch attraktiver ist. Können wir vielleicht einfach zu Calliope schwenken? Lass es uns mal versuchen. Ja, ich glaube, wir verirren uns. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle anderer Meinung sind, dass dies möglicherweise nicht die beste Strategie ist. Also was können wir tun? Lass uns versuchen, hier auf die mittlere Schaltfläche zu klicken. Dadurch kehren wir zu unserem zuvor ausgewählten Marker zurück. Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir uns nicht für Yela entschieden, also sind wir zu Selene zurückgekehrt. Jetzt wissen wir also, wo wir sind. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir sind noch nicht bei Calliope. Wir müssen also einen anderen Weg finden. Könnten Sie bitte einen Schritt machen? Könnten Sie bitte die Rückschritt-Taste verwenden, bis wir das gesamte Sonnensystem sehen können? Da ist es. Ich denke, Calliope ist einer der Monde von Microtech. Wenn wir also auf das Telefon doppelklicken, sollten wir ihn sehen können. Und da ist es.
Lassen Sie uns dorthin schwenken und dann hineinzoomen, damit wir den magnetischen Cursor wieder in Aktion sehen können. Können Sie aber hineinzoomen? Dankeschön. Es ist so cool, mehr von unseren Monden und Planeten zu sehen und wie unterschiedlich sie alle aussehen. Okay, das ist großartig. Aber was wäre, wenn ich nicht schon gewusst hätte, wo Calliope war? Sicherlich gibt es einen schnelleren Weg. Wir haben sie. Wir haben ein Dropdown-Menü bereitgestellt, das die Sehenswürdigkeiten im Sonnensystem auflistet. Möchten Sie es jetzt erweitern? Wir arbeiten aktiv daran, die Darstellung dieser Liste für Sie zu verbessern, damit Sie das Gesuchte noch einfacher finden. Und ja, dazu gehört auch die Suchfunktion. Aber jetzt, Phone, lass uns damit zu Ariel gehen. Ich liebe es, auf dieser Karte herumzuzoomen. Möchten Sie Area 18 für mich finden? Es scheint also, dass sich Area 18 derzeit auf der dunklen Seite des Planeten befindet. Natürlich sind es nicht nur Planeten und Monde. Wie wäre es, wenn wir uns den Sicherheitsposten Korea ansehen? Es ist ziemlich weit nach unten, nicht wahr? Hier wird die bevorstehende Suche also wirklich nützlich sein. Möchten Sie ein wenig hineinzoomen und unser holographisches Modell dieser Station zeigen? Können Sie das bitte auch noch einmal ablegen? Dankeschön. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, wird die aktuelle Liste im Dropdown-Menü immer dann ausgefüllt, wenn Sie auf Orte in der Liste klicken. Ihre drei letzten Auswahlen werden gespeichert, sodass Sie damit schnell zu Orten zurückkehren können, falls Sie noch einmal etwas anderes überprüfen möchten. Telefon? Nutzen wir dies, um zu Ariel zurückzukehren. Okay, wir haben also viel erkundet. Ich denke, es ist Zeit, dass wir zurückgehen. Wir könnten dies tun, indem wir Orison aus der Liste auswählen, aber wir haben auch unseren eigenen Marker, den wir hier nutzen können. Den Scharfsichtigen unter Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, dass die Spielermarkierung am Rand der Karte befestigt wird und für Sie immer sichtbar bleibt, egal wie weit Sie sich entfernen. Um zu unserer Position zurückzukehren, könnten wir auf diese Markierung doppelklicken oder auf die erste der Navigationsschaltflächen klicken, um direkt dorthin zu zoomen. Nun haben sich sicher viele von Ihnen gefragt, ob wir von der Sternenkarte zu unserer Karottenkarte zurückkehren können, so wie wir vor ein paar Minuten von der Karottenkarte hierher gekommen sind. Sehen wir uns also an, was passiert, wenn wir uns auf unseren Spielermarker konzentrieren. Also gut, also ja. Durch die Möglichkeit, einfach zwischen diesen Kartenkontexten zu zoomen, können Sie wie nie zuvor aussagekräftige Verbindungen zwischen dem, was sich am Boden befindet, und dem, was in der Luft ist, herstellen. Handy, nur zum Spaß. Lass uns ganz rauszoomen, damit wir das gesamte Stanton-Sonnensystem sehen können. Es ist einfach so cool zu sehen, wie sich der Vers vor unseren Augen öffnet. Mit all diesen neuen Möglichkeiten, sich auf der Sternenkarte zu bewegen, sollten Sie sich nie wieder verlaufen. Die Steuerung ist viel flüssiger und benutzerfreundlicher als die Sternenkarte, die Sie alle kennen. Und ich hoffe, das Telefon stimmt zu. Wir wissen, dass das, was wir heute hier gezeigt haben, nur der Anfang der aktualisierten Sternenkarte ist.
Sie haben das Anheften in der lokalen Karte gesehen und wir werden es der Sternenkarte hinzufügen, bevor Sie hierher kommen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten etwas Interessantes markieren, das Sie dort im Vers finden und diesen Ort dann mit Freunden teilen, genau wie Zane es gesagt hat. Die Erkundung wird noch viel interessanter und wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass die Sternenkarte Ihr bisher hellstes Fenster zu den Sternen ist. Und jetzt begrüßen wir unseren unerschrockenen Demofahrer Bone zurück auf der Bühne. Vielen Dank. Daher freuen wir uns sehr, Ihnen und den Spielern von Star Citizen und Squadron 42 all diese Funktionen in die Hände zu legen. Wir wissen, dass Sie die Art und Weise, wie Sie sich im Universum zurechtfinden, enorm verändern werden. Lassen Sie uns also kurz noch einmal Revue passieren lassen, was wir gesehen haben. Wir haben die Visieranzeige umgestaltet, um Ihnen ein besseres Verständnis der Umgebung um Sie herum zu ermöglichen. Die neue Minikarte mit integriertem Radar und Ping hilft Ihnen dabei, sich zurechtzufinden. Es gibt ein neues Mobiglas mit einem eleganten neuen Design. Wir verbessern alle bestehenden Apps und werden nebenbei auch einige neue entwickeln. Deshalb haben wir jetzt ein Video. Und dann ist da noch unsere Innenkartentechnologie, die Ihnen wirklich dabei hilft, Ihre Umgebung zu verstehen, sich Ihrer Umgebung und Bedrohungen besser bewusst zu werden, neue Karten zu erkunden und neue Gebiete zu kartieren, Orte für später zu markieren und diese mit Ihren Freunden zu teilen. Oder die Idris. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Etwas mehr von Horizon. Horizont. Und natürlich unsere völlig neue integrierte Sternenkarte mit ihrer neuen Benutzeroberfläche und, seien wir ehrlich, eine dringend benötigte Auffrischung des Benutzererlebnisses. Kein Verirren mehr, eine ganz neue Perspektive. Wo werden Sie angesichts all dieser bevorstehenden Funktionen heute erkunden? Vielen Dank. Prost!